Hallo. Ja, wo fange ich an? Also, ich bin bei den Vorbereitungen zu meinem Rezeptebuch, Kochbuch. Hatten sich meine Kinder ja von mir schon immer gewünscht. Und da Funkelkram ja so super tolles Designpapier gemacht hat, bot sich das natürlich jetzt an, dass ich das dann endlich mal in Angriff nehme und dieses ja, Familienrezepte, Kochbuch, wie auch immer, fertigstelle. Also ich muss zwei machen, weil ich habe zwei Kinder, logisch. Dann halt für jeden auch, ne? Da ich noch nicht weiß, wie ich das Ganze ausgestalte und mich ja mittlerweile kenne, was Journals anbelangt, bin ich erstmal nur bei zwei Signaturen. Die werden wahrscheinlich auch wieder etwas dicker, weil ich noch andere Sachen darin vorhabe. Und zwar hatte ich ja in einem meiner letzten Videos gesagt, ich würde gerne so ein Album umfunktionieren. Das war dieses hier jetzt nicht mit der Öffnung, also eigentlich nicht mit der Öffnung, aber halt so diesen Flip-Flap-Effekt hätte ich gerne auch für so, sagen wir mal, umfangreichere Rezepte zum Beispiel. Ne? Also das würde ich gerne schon in mein Journal mit integrieren. Und wie das funktioniert, das wollte ich euch dann heute mal zeigen. Also das hier ist mein. Ich mache von allen Sachen immer so Prototypen sozusagen. Das ist halt mein Prototyp, wo auch halt Maße drin reingekritzelt sind von mir und so weiter und so fort. So, das ist jetzt dickeres Papier. Ich glaube, das ist 200 Grammatur. Ja. Fürs Journal. Dann habe ich natürlich auch hier so ein Prototyp-Teil. Und ich muss auch erstmal schauen, wie ich das Ganze so umsetze. Das legen wir mal da rüber. Also drei Papiere werden praktisch aneinander geklebt. So, das Cover an sich, also das ist ja sozusagen die äußere Hülle. Die bräuchte ich jetzt eigentlich ja nicht. Die äußere Hülle bräuchte ich nicht, weil ich klebe das ja in eine Signatur. Habe ich ja praktisch schon eine äußere Hülle. Bräuchte also nur diese drei Innenteile. Wie gesagt, damit das nicht ganz so dick ist, nehme ich normales, relativ normales Papier. Und zwar habe ich hier dieses Urkundenpapier. Das ist, glaube ich, wie Kopierpapier von der Stärke her. Vielleicht ein bisschen mehr. Kopierpapier hat ja 80, also ich würde sagen, das ist 100, 100, 110 Grammatur. Also von daher. So, und zwar, ich habe hier meinen schlauen Zettel. Das hat eine Höhe von 20,5, komplett 26 und dann wird das halt links und rechts gefaltet. Gefaltet und dann werden die Faltstellen werden aneinander geklebt, praktisch. Das machen wir jetzt mal. Dann auf 26. Und 20,5. Damit oben und unten noch so ein bisschen Platz ist. Dann wird das Ganze gefaltet bei 6,5 auf jeder Seite. Die Schneide weg, damit wir nichts abschneiden. Ob das jetzt funktioniert hier mit dem Dreifachpapier. Ja, ungefähr. Also 6,5 auf jeder Seite.
worden. Schauen wir, ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ist ja meistens so. Im Kopf hat man dann immer so Vorstellungen. So sollte das dann sein. Ob das dann mit der Umsetzung auch so funktioniert, das werden wir dann sehen. Ich sehe den Knick nicht. Ich sehe den Knick nicht. Da muss ich noch mal drüber. Das ist so gar nicht sichtbar für mich. Und jetzt werden die einfach nur so aneinander geklebt. Ja, so aneinander und dann hat man halt diesen Flip-Flap-Effekt. Und die mittlere Seite, also das Mittelteil, wird dann immer auf die Journal-Seite geklebt. Ja, entweder arbeitet man jetzt mit Flüssigkleber oder, so wie ich heute oder letzte Zeit generell, gerne mit Doppelklebeband. Den Vorteil, man kann sofort alles direkt weiterverarbeiten. Keine großen Trocknungszeiten, keine großartigen Papierwellungen. Nachteil, man muss vorsichtig sein, weil wenn es klebt, dann klebt es. Man kann nicht justieren. Da ich ja gerade Kleben so gar nicht beherrsche. Ja, schauen wir mal, wie es heute klappt. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was mein Blick sagt. Einfach hier so anlegen, bitte nicht an meinen Fingern kleben. Es muss natürlich dann in dem Moment nochmal wegrutschen. Okay, so, und dasselbe mit der anderen Seite. Also wie ihr gesehen habt, ich habe praktisch nur das Mittelteil, die kleinen Seiten, geklebt. Dasselbe noch einmal. Ist perfekt und hier ist es ein klein bisschen verschoben, aber das ist nicht ganz so tragisch. So. Und zack, fertig. Das klappt doch wunderbar. So, wäre dies jetzt mein Journal, würde ich jetzt hier Kleber drauf und dann könnte ich mich noch entscheiden, wie ich es klebe, ob ich dahinter vielleicht noch als Pocket offen lasse. Ne?
Also wie gesagt, das kommt dann hier so drauf und dann flip, flap, flip, flap. Und dann kann man jede Menge, in meinem Fall jetzt zu dem Rezept, noch schreiben, wie auch immer. Ja, da brauche ich gar nicht das Provisorium hier, sondern mache das direkt. Direkt hier rein. Ich weiß noch nicht wo. Also wie gesagt, Designpapier von Vogelkram. Omas Kochrezepte heißt das, glaube ich. Und ist nur mit gefärbtem Papier von mir jetzt gemischt. Und auch das Designpapier selber habe ich nicht in Tee eingelegt oder Kaffee gefärbt oder so, weil ich da später noch schabloniere, stempel. Dann wird natürlich auch drauf geschrieben. Rezepte müssen ja irgendwie da reinkommen. Wie mache ich das jetzt hin? Wie machen wir das jetzt? Also man kann das ja praktisch auf einer Außenseite machen oder an der Innenseite. Würde ich dann eine Innenseite, also die Seite würde ich dann so lassen, damit man das so aufklappen kann. Hier haben wir kein Designpapier dazwischen. Könnte man das da so drauf machen? Ja. So werde ich das auch machen. Nun werden wir das machen. Eine zusätzliche Pocket mache ich jetzt nicht. Und das kann man ja in jeglichen Größen abwandeln. Man muss das ja jetzt nicht komplett auf DIN A5 Seite machen. Man kann das ja auch halbieren. Also das ist ja optional auf alle Größen anpassbar. Jetzt Sinn, wenn ich das noch der Seite öffne. Huch. Obwohl, das ist ja egal, das kann ich ja hinterher immer noch. Das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Finde ich das doch schon mal gut. Die Signaturen sind noch nicht vernäht. Dann ist das so ein bisschen rutschig. Ja. So finde ich das schon mal sehr schön. Und dasselbe muss ich jetzt noch mal für jede Signatur oder ich glaube, ich mache das in jeder Signatur. Also brauche ich noch weitere 3 davon. Ja. So, jetzt habe ich alle reingemacht, also in jeder Signatur. Das ist ein Journal und das ist ein anderes Journal. In jeder Signatur also diese reingesetzt und habe mir jetzt hier so kleine Laschen dran gemacht, die man aber auch gut umklappen kann. So, und dann macht man das hier so auf und da auch. Ja, und je nachdem, wie dick das nachher wird, ne, habe ich mir gedacht, brauche ich bestimmt hier auch einen Verschluss. Und habe mir dann hier halt, ich glaube, den werde ich nochmal umändern und auf stabileren Karten drauf machen. Jo.
So kann ich dann hier halt umfangreichere Rezepte reinsetzen. Wobei ich die Idee vorhin gerade auch hatte, dadurch, dass es ja ein Kochbuch oder Rezeptebuch wird, dachte ich mir, man könnte dies ja auch als Tür sehen. Ne? Oder dies zum Beispiel als Vorratsschrank, wo man dann halt den Schrank aufmacht. Mit dem Regal. Ich habe ja so viel Klimbim hier so. So Kleinzeugs. Ne? Wo man praktisch auch so ein Regal machen könnte. Man muss ja halt ne, dem Thema entsprechend auch dekorieren. Aber wie gesagt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. So weit bin ich auch noch nicht mit der Decoration. Ich bin jetzt erstmal dabei. Ja, so ein bisschen andere Sachen noch, die dann da reinkommen, zu machen. Und zwar habe ich mir das alles nicht, das nicht. Die Anhänger weiß ich noch nicht. Jo. Die habe ich dann auch mal die Tage ausgetestet. Also ist einfach nur eine Buchseite hier halt gerollt und dann mit Perlen ein bisschen Draht. Für Bimsel-Bamsel oder wie auch immer. Und das sind auch nur so Buchseiten gefaltet. Restepapierverwertung einfach nur. Und das hier zum Beispiel, das kann erstmal weg. So, das ist jetzt auch wieder passend, habe ich das gemacht für DIN A5. Wie gesagt, ist optional, also das kann man variieren auf allen möglichen Größen. Weil ich habe nämlich ein Buch, was, ich zeige das mal gerade, was so super stabile Buchseiten hat. Normalerweise Buchseiten sind ja relativ dünn. Aber dieses Buch von Jutta Wilke im Übrigen, Schwarz wie Schnee. Also das hat, da ist eine Seite wirklich, also wie von anderen Büchern, glaube ich, 4 oder 5 Seiten. Ne? Ja, das ist ungelesen. Das habe ich mal aus dem vom Büchertrödel. Aber das war jetzt nicht unbedingt so meins. Ja, aber zum Basteln ist es halt gut. Wie gesagt, also das ist so mega stabil, eine Seite. Ja, daraus habe ich dann halt dieses gemacht. Das ist dann, habe ich denn meine? Das sind dann halt Taschen. Werde ich jetzt gleich noch welche von machen. Oder hier, das ist dann auch wieder. Für DIN A5 jetzt zum Reinkleben auch wieder Taschen. Das ist ganz normales gefärbtes Papier von mir, aber das war mir dann halt, ja, gefiel mir nicht. Deswegen habe ich das dann halt so umgewandelt. Genau wie hier. Ne, das sind dann auch. Das müsste eigentlich offen sein, ja. Und da sind dann auch halt Taschen und da hinten ist dann nochmal so eine große Tasche. Ja, und hier sind wie gesagt diese Buchseiten. Als kleine Pocket, Textpot, wie auch immer. Ja, da werde ich jetzt mal. Vor allen Dingen, der Vorteil hier ist, weil die auch super stabil sind, ne? Man könnte die auch theoretisch, muss man gerade gucken, das ist jetzt nur einer. Das ist auch eine, ja. Man könnte die theoretisch auch so ineinander machen, wenn man zum Beispiel jetzt auch ein größeres Journal macht. Oder wild aneinander kleben. Nee, da geht's weiter. So. Ja, also da könnte man viele Sachen mit variieren. Ja, das mache ich dann jetzt mal. Die gehen mal an die Seite. Ja, ich glaube, da gibt es genügend Videos im Internet, wie das gemacht wird. Also das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man muss halt nur Perlchen haben, Draht, kleine Hängerchen, ja, und Buchseiten. Und Buchseiten. Ja, fangen wir hier mit an. Rüber.
So, da ich jetzt hier wieder eine habe mit relativ wenig Text drauf, nehme ich die als hintere. Das habe ich im Übrigen, ist mir das hier aufgefallen, deswegen habe ich das auch extra stehen lassen. Da steht so ein schönes. Kann man das lesen? Und der Name wird ein Zeichen. Tief ist der Kristall durchdrungen. Aug in Aug sieht dergleichen wundersame Spiegelung. Fand ich total toll. Ist natürlich, ja, wer hat in der Schule aufgepasst? Von Goethe. Ja, deswegen habe ich das extra so sichtbar gelassen, weil mir das so toll gefiel. Ja, und dann, ne, reißen, schneiden, bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich schneide das jetzt einfach hier wahllos. Ich weiß noch gar nicht, wann das ist. Also, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber das ist fast schneeweiß. Da ist kein Fingerabdruck, gar nichts drauf. Und die Schnipsel brauche ich sicherlich noch. Dann gucke ich immer ungefähr. Darunter die. Ich versetze mir jetzt so ein bisschen auf. Und da unten auch noch Text ist. Das ist eigentlich meine Reißlinie. Da. Also wie gesagt, nein, man kann das ja reißen. Das ist zum Reißen gar nicht so gut hier. Das ist doch, das ist wirklich sehr dick. Ich habe schon lange nicht mehr solch ein Buch gehabt mit solchen Seiten. Ja. Da ich ja bekennende Inkerin bin, wird natürlich vorher erst alles eingefärbt. Ja, ich mache das absichtlich mit diesem, weil für mich geht das schneller als mit dem anderen Ink-Tool. Braucht man eh nicht. Das kann man ja auch in der Breite noch variieren. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal ein bisschen schmaler noch machen. Nicht alle so gleich von der Größe sind. Das ist praktisch nur, da wo die Texte anfangen. Das schneide ich weg. Machen sollte, wenn es aufeinander geht. Ne? Sieht das sauberer aus. Dann sieht das sauberer aus. Obwohl, das kann ich auch hier nachher zusammenkleben nochmal. Das ist auch eigentlich relativ schnell gemacht, diese Sachen. Natürlich sieht das dann mit dieser Frakturschrift oder viel, wie viele sagen altdeutsche Schrift, also mit dieser Frakturschrift sieht das natürlich noch mal einen Ticken schöner aus, aber ich finde, das geht auch hier mit normalen Schriften. Ja. Das geht auch damit. Nehmen wir den Kleber oder den anderen oder den. Wie gesagt, das ist so dickes Papier. Also bin da echt sehr erstaunt.
finde hier auch nicht das Rad neu, also da gibt es mit Sicherheit etliche, die das auch so machen. Mal gucken, weil ich schon mal gerne die Schriften verdrehe und dann auf einmal alles auf dem Kopf steht. Da die Tasche und da die Tasche. Jetzt wird das Ganze nur noch verziert. So zugeklebt, ja. Ist mir dann doch zu weiß, deswegen gehe ich dann gern schon mal da drüben so. Ja, jetzt machen wir da noch ein bisschen was Schönes dran. Mal schauen, was ich hier noch habe. Machen wir noch so was mit dabei. Es darf nicht zu viel kitschig werden, ne? Weil, wie gesagt, das ist zum Kochen. Da kann man ja eigentlich hier. Genau, nehmen wir doch sowas. Nehmen wir doch sowas. Eine kleinere Variante davon. So gefällt mir das doch schon viel besser. Was sagt ihr? Gut, ne? Finde ich auch. Ja. Ganz eure Meinung. Für meine Zwecke. Was haben wir noch da? Glückchen. Die Glückchen. Darf ich nicht vergessen, da kommt ja noch was reingesteckt auch, ne? Also wird ja noch was reingesteckt. Das machen wir also mit was Kleines. Jo. Dann machen wir das. So finde ich doch schon gut. So gefällt mir das. Ich bin schon seit 2 Tagen am Überlegen, wo ich meine Rezeptsammlung-Ordner habe. Also, ich habe so einen großen alten Ringordner, wo ich so die letzten, ja, schon zu Teenie-Zeiten. Teenie-Zeiten angefangen habe, Rezepte zu sammeln. Und alles halt da drin so haben. Und da ist noch so ein ganz altes Dr. Oetker Kochbuch mit bei, weiß ich. Das habe ich nämlich damals meiner Mutter stibitzt. Die hätte das eh nur im Schrank rumliegen und nie benutzt. Aber wie gesagt, ich finde diesen Ordner nicht. Ich weiß nicht, ob der vielleicht im Keller ist. Dadurch, dass ich ja mal Abschriften von den Lieblingsrezepten gemacht habe, die dann halt, ne, an der Wand gepinnt sind, die gängigsten, die man so immer so benutzt und halt viele digital habe, also so ein Kochbuch bei Chefkoch. Ja, dadurch ist der Ordner dann, glaube ich, irgendwie nach dem Umzug im Keller gelandet. Ja, so finde ich das schon gut. So kommt das dann ins Journal. Entweder wird das reingesteckt oder reingeklebt, das weiß ich noch nicht, deswegen mache ich da hinten noch nichts erstmal. Jo. Jo. Und dann haben wir hier, machen wir das hier. So, dieses.
machen wir dieses. Dazu brauche ich eine DIN A4 Seite. Das ist jetzt nur die bunten gegriffen. So. Dann wird das erstmal auf die Hälfte geknickt. Und dann wieder auf. Und dann, je nachdem, also wie gesagt, das ist auch wieder optional, ne? Also das kann man auf Größen anpassen, wie man möchte. Da ich ja heute irgendwie den Tick habe hier mit meiner Bückenschere. Ja. Also ich lasse jetzt hier so ein Stück stehen, ne? Und gehe dann hoch zu dieser Ecke. Einfach so ohne Messen, Pi mal Auge. Nicht wegschmeißen, kann man noch gebrauchen. Ja, das gefällt mir. Dann machen wir das hier auf die Hälfte. Und das knicken wir jetzt hier rum. Und fertig ist es. Jetzt muss man nur noch zukleben, wo man Taschen haben möchte. Also gar nicht so schwer, ne? Auf die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte und hier, ne, die Schrägung schneiden, wie man möchte, und dann knickt man das rum. Erst machen wir noch ein bisschen Farbe dran. Ach ne, Moment, ich wollte das ja auch kürzen. Also, ne, hier ist ja meine, hier kann man das sehen, was ich jemals mache als Maß. Das ist hier die DIN A5. Ja? Ich würde das gerne ein bisschen kürzen. Schneide ich oben weg oder schneide ich unten weg? Schneide unten weg. Wo schneiden wir denn weg? Sollte noch so ein bisschen gerade sein. Und 3 cm unten weg. Ja. Ja, jetzt kann man das so schön. Ja. Könnte man sogar dann als Bellyband auch nehmen, ne? Wenn man das nur oben und unten befestigt, dann kann man hier immer noch an den Seiten reinstecken und hier in der Pocket. Also von daher klebe ich das erstmal zu. Und zwar einmal hier und unten. Und glaube ich, alles zu sein, oder? Da ist zu, eine Tasche, da ist eine Tasche und hier. Ja. Habe ich natürlich da keine Farbe dran gemacht. Habe ich da keine Farbe dran gemacht? Dann machen wir das so. Ein bisschen intensiver machen. Man könnte jetzt hier oben auch noch mal eine Kerbe reinmachen, aber das lasse ich jetzt erstmal so. Was ist denn mein anderes? So, jetzt
Jetzt machen wir da noch ein bisschen Deko. Ein bisschen Deko. Jetzt hatte ich hier, na, man könnte jetzt hier vorne noch mal so was Kleines drauf machen. Ich habe jetzt hier noch mal so eine kleine Tasche, aber ich lasse mal jetzt mal so. Das lassen wir jetzt so. Die anderen Sachen habe ich noch nicht ausgeschnitten. So Kaffeetassen und Geschirr und sowas alles. Die sind ein bisschen sehr groß. Das ist mir alles zu groß. Jo, das ist einer meiner Kinder. Da möchte einer meiner Kinder was. Ich denke, ja, das mache ich so da drauf. Das mache ich so da drauf. Und wie gesagt, da ich ja zwei die identischen Journals mache, muss ich natürlich alles immer doppelt und ne, dreifach, vierfach, doppelt und vierfach machen. Deswegen mag ich diesen Stift nicht so gern. Ich müsste meinen Kleber umfüllen, da ist nicht mehr so viel drin im Glas. So. Zack, wäre schon das nächste da fertig. So. Hier so Anhänger oder so, wie ich ja hier reingemacht habe, ne, das wie gesagt, das ist für Rezepte, also da werde ich vielleicht noch irgendwie andere machen. Ich habe noch eine Form bestellt, da warte ich drauf, wo ich dann mit Modelliermasse was formen kann. Aber die ist leider noch nicht da. Die ist leider noch nicht da. Craftelier hat hier also super Angebote gehabt. So Geburtstags-Jubiläumsangebote. Und da hatte ich die dann bestellt, aber wie gesagt, da warte ich noch drauf. So eine größere Tasche jetzt. Macht das Sinn? Aber erstmal hier die klein. Klein kann man immer gebrauchen. Also eine Buchseite. Da zeige ich auch nichts Neues. Das kennt ihr bestimmt auch alle. Einmal so hoch, immer schön darauf achten, wo der Text ist. Einmal so rum. Wie gesagt, das sind jetzt diese sehr stabilen, aber finde ich gut dafür. Dann einmal hier rum. Jetzt braucht man nur noch alles zukleben, ein bisschen inken, ein bisschen Deko, fertig. Dann hat man hier eine Tasche, da eine Tasche, da eine Tasche. Aber erstmal jetzt kleben. Ich mache das am besten immer wieder auf zum Kleben, weil die Ecken, also die Ecken müssen jetzt erstmal alle so geklebt werden. Ne? Dazu mache ich das aber wieder komplett auf und merke mir, wo ich kleben muss. Sich das ja hier auch zu machen.
Mache aber auch schon direkt hier. Dass uns gleich einmal so schlecht beikommen. Deswegen direkt ein Abwasch. Und dann muss ich das noch da in. Also müssen muss man gar nicht. Ne? Bleibt ja jedem selbst überlassen, ob er das möchte, macht oder wie auch immer. Ich mache das halt so. So, und dann muss ich noch hier das noch zukleben. Dann will ich da noch eine Tasche haben und hier klebe ich noch zu. Und wenn das zu schnell geht, ne, der kann ja anhalten, zurückspulen, nochmal schauen, wie auch immer. Das ist ja das Schöne an diesen Videos. Das ist ja das Schöne daran. Ist es fertig. Dann haben wir hier eine Tasche, da eine Tasche und hier eine Tasche. Man könnte jetzt hinten auch noch mal was drauf machen als Tasche, aber ich glaube, ich klebe die so rein, damit das für so kleine Zettelchen noch praktisch ist. Das gefällt mir jetzt nicht, dass das hier übersteht. Da ist nicht gut gefaltet. Wo ist die große Schere? Das stört den kleinen Monk in mir. Ich glaube, jeder hat so einen kleinen Monk in sich. Ne? Beim einen mehr und beim anderen weniger ausgeprägt. Ich habe zum Beispiel meinen Sohn, der ist. oh, weiß nicht, ob ich das aber erzählen darf. Es ist jetzt nichts Schlimmes, aber halt. Ne? Er ist halt schon immer von jeher, von klein auf. Der liebt Goldbären, Haribo Goldbären, also diese Gummibärchen. Aber von jeher sortiert er die nach Farbe. Immer schon. Das erste, was er macht, wenn die Gummibärchen auf sind, da muss ich nochmal kleben, er sortiert die nach Farbe. Ich finde das immer wieder faszinierend. Ja. Die müssen erst sortiert werden. Vorher kann man die nicht essen. Ja. Auch so ein bisschen der Monk drin. Ja. Machen wir davon jetzt was drauf, oder? Das passt nicht, das ist zu groß. So. Das nehmen wir doch direkt. Und dann glaube ich, werde ich morgen über den ganzen Tag nur aufschneiden. Das ist nämlich auch so eine ungeliebte Aufgabe von mir. So Kleinzeugs ausschneiden, das mag ich nicht so gerne. Das mag ich nicht so gern. Da kann man eigentlich auch noch so ein klein bisschen irgendwie. Was ist denn mit meinem? Okay, war doch auch so viel Essenskram drin. Die Verpackung, ich finde die Verpackung immer noch so toll. Ne? Die werde ich auch irgendwann verbasteln, wenn das leer ist. Ist das eine Zitrone oder ist das eine Zwiebel? Jetzt hier hin der Marmelade und Honig. Da kann man ja keine Zwiebel dazwischen klemmen. Zitrönchen, Zitrönchen geht doch, oder?
dieses Entscheiden. Furchtbar, ne? Die Zitrone mit dem Mal. Manchmal muss man auch einfach machen und nicht so lange überlegen. Damit das nicht so glänzig ist mit den Stickern, gehe ich da immer einmal so drüber und dann ist das so ein bisschen matter. Ja, also damit wäre das auch schon fertig. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich so davor gehe. Das ist keine Neuerfindung, kein Hexenwerk. Relativ einfach gemacht, nicht groß kompliziert. Seite. Und schon hat man fürs Journal hübsche Deko zum Reinlegen, Reinkleben, Einschieben, wie auch immer man das macht. Die müssen noch dekoriert werden. So, da habe ich noch eine. Da ist auch noch was. Aber das Hauptthema war ja eigentlich heute hier dieses, ne? Ich das vom Album in den Journal mit rein verarbeite. Das hat super geklappt, ist auch total einfach. Und schon hat man so eine Flip-Flap-Aktion. Man könnte natürlich jetzt auch noch hingehen, das Ganze anders machen, dass man dann, wenn man drei Blätter aneinander geklebt hat, eventuell auch noch mit Flip-Flaps nach oben oder unten arbeitet. Also das ist, bleibt jedem selbst überlassen und variantenhaft ist ja, ne, die Möglichkeiten sind ja unendlich. Ja, das war's für heute. In diesem Sinne sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao.